Ach guck, die kann Schriftrollen verfassen. Aber mir fehlt die Schriftrollen-Schreiberausrüstung. Ach komm, erzähl nicht. Dämonen greifen an. Hallo, ich habe mich nicht mal ausgeruht. Helft uns, die Taverne zu verteidigen. Nee, ich gehe vorher schlafen. Ich wollte nur nach dem hier unten gucken, weil der hat doch bestimmt eine Schriftgelehrtenausrüstung. Sobald ich weiß, wo ich sie suchen muss. Ah, da. Was machen wir mit den Schriften? Während ich mich ausruhe, verfasst jemand Schriftrollen. Richtig. Ja, ich hätte die erste gar nicht kaufen müssen. The dairy yo with his cheeks aflame and his truce down low. Ugh, I can't get that tune out of my head. Damn tavern songs.
Mal ganz gucken, was ich in die Kiste schmeiße. Ich habe gesehen, da habe ich ein Rezept für was zu essen. Sehr gut. Rezept kopieren. Schabausrüstung 1 brauche ich eigentlich nicht, kann ich auch weglegen. Dein Dolch war eh ein Meisterstück. Der kann weg. So, Krummsäbel kannst du nicht mit umgehen. Das ist keine Verbesserung mit dem Krummsäbel. Ist das gemeinsame Inventar schon mal ein bisschen geleert. Dann schauen wir mal, wie wir die Siedlung hier verteidigen. Unsere die Taverne. Danke, dass ihr uns helft. Macht euch bereit, sie werden jeden Moment angreifen. Welche Gottheit ihr auch anbetet, jetzt ist der beste Zeitpunkt, sie anzurufen und um Beistand zu bitten. Wir können jede Hilfe von oben gebrauchen, die wir kriegen können. Eine ganze Horde aus Gegnern ist unterwegs zu uns und sie werden aus allen Richtungen angreifen. Übrigens, meine Leute berichten, dass ein Meisteralchemist namens Utirubo kürzlich in der Stadt eingetroffen ist. Er ist unter Dämonenanbetern wohl bekannt. Wir rechnen nicht damit, dass er persönlich hier auftaucht, aber dank ihm steht den Kultisten eine ganze Wagenladung Brandsätze zur Verfügung. Sie werden versuchen, das Hüterherz niederzubrennen. Die Brandstifter sind das Hauptziel. Haltet Ausschau nach ihnen und schaltet sie zuerst aus, sonst brennen sie uns den Boden unter den Füßen weg. Bin bereit, den Ort zu verteidigen. Das wird normaler Kampf, das wird noch kein Kreuzzugkampf. Tötet die Brandstifter! Warum sieht es so aus, wenn du keine Waffe hörtest?
You won't survive me. Na komm. Attack! Cover me, all right? Ihr müsst uns nicht helfen, da an der Seite. Ich sehe schon. Ihr verteidigt euch lieber selbst. Ach, Casterin, du hilfst mir gerade nicht. Jedenfalls nicht aus der Position heraus. The light take you. Endure this. Nächster Tod. We shall overcome. Plop. Ach, da ist ja noch einer. Dann runter mit dir, Hund, wenn ich auf meinem Schoß sitzen willst. Aber mach hier nicht so einen Stress. Kein Stress! Verdammt, Arke! Hallo, ich schlafe gern. Na, ey, Urawa.
toll. Beide hatten Erfolg beim Willenswurf. Namen Blacknacklador. Ach, beim Arding hat er das Waffenset umgeschaltet, deshalb hat er keine Waffe in der Hand, ne? Hatte mich schon gewundert, dabei habe ich ja nichts gemacht. Ach ja, ihr werdet Wolfie wahrscheinlich jetzt gerade gut verprügeln. Danke für ein Twitch Prime Abo. Richtig schön aus der Hüfte. Ja, ich wusste, dass noch weitere Wellen von vorne kommen. Schaden. Geht doch. Bin mir sicher, aber vorhin nur ein einziger oben drauf. Die Wachen sind echt nutzlos. You've crossed the wrong mongrel. Als wäre man mit den größten Losern der Zeit in der Taverne eingesperrt ist. Stab you or zap you? Why not both? Verzieht euch, klein Vieh.
Ja, tschüss. Ich wollte es nochmal ausprobieren, wie das mit der Grube ist. An sich anscheinend ganz cool. Grube funktioniert. Strike has won. Distract them from me. Blood. The Inheritor, guide my blade! You won't survive me! Kommt der denn schon wieder her? Moment, Hand auflegen auf einen selbst. Attack! Blöpp. Ah, da kommen die Alchemie-Feuerbrandstifter. Wo gibt es eigentlich eine Mauer hier, wenn die da eh rüberlaufen? Alles nur Unsinn. To the fray! Alter, hier sind einfach wieder drei Stück auf dem... auf dem Dach. Egal. Ich kümmere mich jetzt um die Brandstifter. We shall overcome. Na, nicht nur. Mir reicht das jetzt. Wir machen jetzt das Schmieren hin. Yes. Thank you.
Du sagst der Bogenschütze, der hier oben steht, aber nie angreift. So, dann ist der Brandstifter auch schon mehr erledigt. Du kannst wieder die Hand auf dich selbst auflegen. Was nicht so viel bringt. Time to share your treasures! Gute Nacht, Lego. I'll cut you wide open. Oh nein, Wolfie. Endure this. Do not hold back. Sehr gut. Okay. Schon wieder neue Gegner aufgetaucht. Das sind die, die zwischendurch in die Grube gefallen sind. Hm, stimmt. Into the fray. Plöpp, tot. Er wollte mich doch veräppeln. The spirits demand your blood. Wollen wir standardmäßig den blendenden Strahl einsetzen? Kann er nicht standardmäßig einfach schießen?
Warum mag ich Magier nicht? Ich glaube genau wegen solchen Sachen. Nein, eigentlich ist es ganz cool, aber... Und das ärgert mich gerade irgendwie schon. Make every strike count. Ist das schlimmer als bei Serious Sam? Hallo, ist das Spiel genauso kompliziert und stressig wie der Vorgänger? Du meinst, ist das Spiel genauso genial und tiefgreifend und super geil viel Text wie der Vorgänger? Ja, weil das genau das ist, was die Leute haben wollten. Er sagt, ich muss einmal außen rumrennen und die ganzen Leitern wegstoßen. Oh, Hilfe! Ist das vielleicht der, der die Träume gesendet hat? Ein Schier. Ach so, ich weiß, warum automatisch der den Angriff damit macht, weil ich den mit Rechtsklick als Standard gesetzt habe. Dann sollte ich den Schuss auch wieder machen. You should have listened to reason. Aber der muss auch über die eklige Fläche hier rüber. No glory without risk. You've crossed the wrong mongrel. Er ist der einzige konstante Damage-Dealer, mein Bogenschütze. Der Rest ist so, naja. Naja, und mein Charakter ist halt mit der Glewe auch recht fit. Strike as one. Du hättest ruhig umfallen können. The Inheritor, guide my blade. So, hoffen wir mal, die Front ist damit leer. You won't survive me.
paradiso. Du bist mir gar keine Hilfe gerade. Endure this. Natürlich kommen plötzlich von hinten nochmal Gegner. Wie soll es anders sein? You are today's sacrifice. Mind over muscle. Into the fray. Attack! Hat der Dredge nicht zwischen... War der nicht tot? Ist das schon alternativ, Dredge? Ja, ich weiß, kampfunfähig. Unverwundet. Und nur weil ich an der Front einen kurzen Zauber mache, dürfen alle mal auf mich draufschlagen. Go for their hearts! Oh, das ist ein ganz schön langes Geplänkel hier.
We shall overcome. Na, dann verkackst du dabei auch noch. Weil da oben liegen immer noch drei Leute. Ich hätte einfach in der Taverne warten sollen. Das war auch so klar. The Inheritor, guide my blade. Make every strike count. Boah, kommen noch mehr welche aus dem Norden. I shall not falter. Without risk. Muss den da oben loswerden. Hold on, just a little more. Do not hold back. Thank you.
Aufstehen! Aufstehen ist Gelegenheitsangriff. Boah, ich möchte euch einfach nur alle verprügeln, ey. Einfach ins Gesicht hüpfen mit dem Arsch voraus, ey. You've crossed the wrong mongrel. Hau ihn weg. Ich glaube, die Kämpfer sind scheißegal. Ich muss die Haupttypen töten, wie den Schier zum Beispiel und den Brandstifter hier oben. Ach, wenn du in irgendwas mal nützlich wärst. Na komm, ich hab dich geblendet. Gib mir nicht auf die Nerven. Ich glaube an mich auch. Was? Wer? Wer spricht denn da? Na komm, blast zum Rückzug. Nee, schickt mir noch mehr Brandstifter. Das kann doch nicht wahr sein. Runde 23. Was stimmt mit dir nicht, Spiel? Oh nein! Ich hätte nicht tauschen sollen. Ich hätte die Hexe mitnehmen sollen. Die könnte uns wenigstens heilen jetzt. Hätte ich auch vorher ein paar Tränke noch einkaufen müssen. You won't survive me. Der Castrang ist inzwischen einfach nutzlos. Ich hätte Lan gern zweimal. Ein Caster, zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer. Also zwei Blocker. Wobei ich meinen Charakter ja so ein bisschen DD-mäßig haben wollte. Paladin, der auch ein bisschen Ärger macht.
So nicht. Du machst nur Schaden bei mir, wenn du einen 20 wirfst. Vorher, ansonsten hast du keine Chance. Into the fray. Ja, und ich habe keine Chance bei euch. Ihr macht das schon da vorne. Endure this. Oh nein, du hast eine unter 3 geworfen. So, noch ein 12er Hit. Jetzt töte den bitte. Danke. Und den anderen. Ach, jetzt schießt er auf den unten. Auch nicht schlimm. Da brauchst du eine 7. Wir haben einen Verteidiger verloren hinten. Was kommt denn da oben wieder angelaufen? Ach, das sind weitere Kämpfer. Mind over muscle. Leider ist der Spiegelbild trägt nichts von der Kranichschule. Er hat es fast geschafft. 18 geworfen. Aber Sela macht einen guten Defense-Job. Töte ihn! Ich glaube, der Kampf dauert einfach schon 50 Minuten. In Echtzeit würde es schneller gehen, aber leider würden wir einfach verkacken in Echtzeit. Danke! In einer Welt, wo Schützen noch was wert sind. Nicht sowas wie Hawk. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwas zu verbessern. Wegen ihm musst du eine 11 würfeln. Das geht ja noch. You've crossed the wrong mongrel. Oh. Oh. Ja. Jeder Schadenswurf erregt mich. Es ist einfach zu schön. Und wenn meine Theorie stimmt, wird nach dem eh Ende sein. Hätte mich auch gewundert. Du musst eine 19 würfeln gegen den. Du kannst wütend sein bis zum geht nicht mehr. Du wirst jetzt niedergestreckt. You won't survive me. Der Mops kann den triumphalen Sieg noch miterleben. Guten Abend, Philly. Warum habe ich den Schwierigkeitsgrad wieder hochgestellt? Ein Waffenfokus auf leichte Armbrust. Nein. Kann ich auch sagen, warum nicht, weil ich das nicht haben will. Ich glaube, die Leiste wird kleiner oben.
Kommt ja noch ein Brandstifter-Kultist. Na, sogar zwei. Nicht der Ernst sein von den Entwicklern. Mein größtes Problem ist einfach, dass permanent der Gegner nachkommen. Aber wenn selbst die Kleinen dich so niedermachen. Ich lasse sie einfach durchlaufen. Aber ich glaube, die gehen gezielt auf meine Helden und nicht auf die Tavernenverteidigung.